Ich bin jetzt hier in Wilhelmsdorf, einer schwäbischen Gemeinde in Oberschwaben. Also das muss man so sehen. Es ist hier vor einigen Jahren, 1824, eine württembergische pietistische Kolonie gegründet worden, in einem wirklich katholischen Umland. Dabei ist das Besondere, dass man im Pietismus in jener Zeit, als das hier gegründet wurde, eine unglaublich große Naherwartung des wiederkommenden Jesus hatte. Man hat eine Siedlung gebaut, die ein bisschen den Himmel vorwegnimmt. Man hat auch den Betsaal ausgerichtet auf Jerusalem. Also er ist nicht exakt geostet, er guckt eigentlich nach Jerusalem, weil der Herr, der Wiederkommende, kommt ja von dort oder nach dort. Und hat so hier miteinander versucht, so zu leben, wie man am Anfang der ersten Christen gelebt hat, in dem Wissen, er kommt bald. Und das hat die Leute hier geprägt und das prägt unsere Gemeinde eigentlich bis heute. Ich glaube, es gibt in Deutschland kaum eine Gegend, wo so viele Menschen zusammen sind, die fromm sind. Also unser Betsaal ist sonntags wirklich nahezu voll. Dieser Gottesbezug, der ist einfach stärker. Warum? Keine Ahnung. Das ist ein Geheimnis, glaube ich. Vielleicht geschichtlich entstanden, ja, aber warum letztlich, weiß ich das nicht. Begegne dem nur mit Staunen und freue mich dran. Die Fasnet, also die Fasnet spielt in Wilhelmsdorf ursprünglich überhaupt keine Rolle. Aber da merkt man eben auch, dass die Zeit weiterläuft, die Dinge sich vermischen und inzwischen hat selbst Wilhelmsdorf in seiner wirklich stark pietistischen Prägung einen Narrenverein, der einen Umzug macht. Aber wir sind ein bisschen besonders bis heute. Also wir haben so durchgesetzt, dass wenn die ihren Umzug machen und ihre Fasnetzschmückerei, dann ist nur bis zur Kreuzung nicht, also da vorne sind Girlanden, der Saalplatz, der bleibt ungeschmückt, auch wenn die hier rüberlaufen und sowas. Aber da zeigt sich immer noch ein Stück weit unsere württembergische Prägung. Ah, die Fasnet, das mögen wir nicht so sehr, aber andere lieben es natürlich umso mehr.